Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Katastrophen-Diego in der Hood. Ja, ich bin, boah, Alter, voll gegen Pfeiler gerannt. Fängt gut an, ja, ja. Ich bin auf der Map vom Sunny endlich angekommen. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ach, ich habe den geparkt, aber ich kann trotzdem fahren, ah, sehr schön. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich muss die umbenennen, also nicht die Map, sondern die Videos auf YouTube. Ich brauche immer einen kurzen Map-Namen, damit ich mehr Text für meinen Scheiß habe, ne? Damit man auch sieht, was hat er denn gemacht überhaupt auf der Map, ne? Heute ist, was weiß ich, der Anfang oder so, oder angezockt. Heute ist es ein angezockt. Das geht ja schon mal. Aber, ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch denn so wünschen würdet an Namen vielleicht. Na, zum Beispiel bei Kalle habe ich ja auch, die ist ja auch anders. Ich weiß gar nicht, wie hieß die. Das war ja vom Richie der Name, glaube ich, noch. Plus dann bei Kalle oder was. Auf jeden Fall habe ich die nur Kalle genannt. Ne? Das hat euch teilweise auch verwirrt. Die sind immer alle, was ist denn die Kalle-Map? Ne? Ja, das ist, ne. So. Und müssen wir gucken, sollen wir die Map einfach Sunny nennen oder so? Reicht euch das? Müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Ich bin jetzt mal gespannt. Apropos gehen, ich weiß gar nicht. Oh. Das ist, ich habe auch noch das Ferrucci Modell 3000 Deluxe bestellt hier. Ich habe Hühnerfutter gekauft, falls einer fragt, was das Diego hier gerade veranstaltet. Ich habe Hühnerfutter gekauft. Oh, komm, du schaffst das, Susanne. Du schaffst das. Ach so. Oh. 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 Hm. Okay. Kann ich das jetzt schon mal gurten? Nein. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Gurte mich, please. Ja, so. Oh. Oh, hat er den oberen auch mitgegurtet? Ich hoffe ja. Also wenn, dann wäre es sogar Vorschrift. Also das wäre sogar richtig edel, ne? Also so gurten ist ja sogar richtig. Also gut, die Paletten sollten dann schon übereinander gestapelt werden und nicht wild, ja? So, wir machen das Ganze nochmal. Ich hoffe auch, dass ich am Hof mit dem Lader das wieder entladen kann. Ich hoffe. Ich hoffe, dass der Akku lange hält hier mit diesem Trecker hier. Bin noch nie E-Stapler gefahren, in-game jetzt, ne? Im Real Life. Ja, doch, im Real Life bin ich schon E-Stapler gefahren. Ich musste gerade echt überlegen. Doch, doch. Ich bin auch schon E-Stapler im Real Life gefahren. Ist teilweise sogar schöner, weil gerade so Gasstapler sind ganz, ganz schlimm. Die musst du richtig bei Laune halten, ne? Das heißt, wenn du heben willst, musst du Gas geben, damit die alte Pumpe auch läuft. Die Hydraulikpumpe. Und du willst aber ja nicht fahren. Ne? Du willst ja nur heben. Das ist also bei Gasstaplern besonders. Diese Stapler haben das auch, aber ja, Giants, ihr seid die Allergeilsten. Ich mag euch, wirklich. Mann, ey. Dann lasst es doch einfach, ey. Lasst es einfach sein mit den Paletten. Ich habe mal gedacht, dass das irgendwann mal besser wird, aber nein. Boah, ey, ich kotze im Strahl. Und das gleich zu Anfang von dem Video schon, ey. Junge. Hm, natürlich. Junge. Giants. Was tut ihr mir hier am frühen Morgen an, ey? So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Ach nee, warte mal, das müsste ja Baldrian sein, was ich brauche, wenn ich Paletten stapel. Müssen wir mal gucken. Oder ob wir uns vielleicht mal Big Packs angucken, wie die so sind. Oh, Alter, dann kommt der nicht rein, dann kommt er nicht raus. Dann fliegen die Paletten einfach nur so über den Hof. Boah, mach, dass die Tür zugeht und dann ist auch gut, ey. Giants, was macht ihr mit mich, ey? So. Stell den mal wieder aufrecht. Geht das? Ah, perfekto. Perfekto. So, komm wieder runter von deinem Böckchen, müsst den Stapler wegstellen. Der kann nicht so stehen bleiben, der ganz rastet aus. Hören schon schreien. Wo ist dieser Taugenix? Erst kann er keine Paletten stapeln, dann lässt er den Stapler auf dem Hof stehen. Der soll mir mal nach hier kommen.
Also, Jans ist ja Verwandtschaft, ne? Das ist ja... was ist denn das? Seine Schwiegermutter. Seine Schwiegermutter ist die Schwester von unser Opa. So läuft das nämlich. Ja? Da kriegst du nämlich einen knallharten Schraubenschlüssel am Kopf, wenn du den Stapler nicht parkst. So läuft das nämlich hier bei uns. Ja, ja. Bei den Diegos zu Hause ist das alles ein bisschen härter. So, komm. Rette das Hühnerfutter. Alter, Puls auf 180, vier Paletten gestapelt. Noch nichts gemacht heute. Vier Paletten gestapelt. Kurzer Exitus, der Junge. So, guck mal, ob die Innenansicht auch geht. Yeah, und dabei ist Ulf nicht mal hier. Wir müssen mal gucken. Ich habe jetzt erstmal die Standardfahrzeuge gelassen. Ich habe alles ausgeschaltet. Kalken, Flügen, Steine. Und ich habe auch die Jahreszeiten auf Standardjahreszeiten wieder geändert. Er hatte sich extra hier Mühe gemacht und hatte so ein Winterweizenmodell hier eingeführt und so, ne? War ja früher bei Seasons auch. Ich habe wieder das ganz normale Giant Standard reingemacht, damit ich einfach ein bisschen mehr Routine habe. Ich habe Angst, dass ich es wieder voll verkacke, wenn ich dann wieder hier was anders habe und so. Die alte Datei ist ja noch da. Ich kann das ja auch wieder rückgängig machen, wenn ich dann später merke, so, jo, jetzt bin ich drin im Thema, jetzt habe ich alles im Griff, nun kann ich es ungefähr. Dann kann ich ja immer noch die anderen Jahreszeiten reinmachen. Ne? Aber so bin ich erstmal Safety. Das war mir erstmal wichtig. Wo ist denn die... ich habe gar keine Hühner, ne? Aber Hühnerfutter. Müssen noch Hühner kaufen, YouTube. Du bist doch die... Du bist die Hühnerei hier. Naja. Kann ich das Hühnerfutter eigentlich auch so direkt abladen? Muss ich das gar nicht runternehmen vom Anhänger? Aber ich glaube, wenn ich keine Hühner habe, dann will der das eh nicht. Ich mach mal den hinteren Gurt ab. Nur so zur Sicherheit. So. Na, warte mal, dann kaufen wir auch noch direkt ein paar Hühner. Was meint ihr? Warte mal, ich hab eh, ist das der große, der kleine, der mittlere? Müssen wir einmal kurz gucken, was habe ich denn mal für einen Hühnerstall? Steht das hier geschrieben? Da steht das nicht bei, ne? Muss ich ins Baummenü, glaube ich, reingehen, ne? Nee, da wird es mir auch nicht angezeigt. Wenn ich den anklickere, bin ich ja weg quasi vom Fenster. Ach, es gibt nur einen Hühnerstall. Ach, dann ist ja einfach. Okay, ich habe den einen. 30 Hühner? Da gehen doch nicht nur 30 Hühner rein, oder? Ah, ist der falsche. So, da gehen 360 Hühner rein. Ja, was meint ihr? 50, ne? Wir kaufen mal 50 Hühner. Ich glaube 50. Ein Hahn, natürlich. Den Henry kaufen wir natürlich, ist klar. Ne? Ohne Henry nichts los hier im Hof, ne? So. Jawohl. Und Hühner nehmen wir auch schon die alten Hühner. Also welche, die schon legereif sind. 60 kann ich in einem Stack machen. Und dann komme ich dann auf 120, 240, 300. Ach so, ja, okay. 360 hat der Stall. Ja, das passt, okay. Ja, dann würde ich sagen, kaufe ich 60, ne? Damit der Kasten noch komplett voll wird, ne? Ja, haben wir 61. Haha, der Hans hält auch, ne? Ist klar. Ah, das kriegen wir schon hin. Das wird schon laufen. Wow, was war das denn? Da hatte sich ja mal eine Soundschleife angestaut. Ja, ist ja gut. Ihr seid nicht alles Hähne. Ruhig. Warte mal, füttern vielleicht. Oh, der Hahn ist schon ganz aufgeregt. Ja, ja, uiuiui. Ruhig. Ganz ruhig. Alles ist gut. Papa gibt euch Happa Happa. Ihr müsst jetzt nicht durcheskalieren. Sekunde, wir müssen mal einmal. Junge, da hat sich in der Sounddatei auch was angestaut gerade. Ich hoffe, das verwechselt sich noch. So, jetzt fahren wir. Ja, genau. Ja, ja, komm. Du schaffst es, Toni, du schaffst es. Nein. Ah, mach mal auf. Ne, warte mal. Fahr erstmal. Ey, die Hühner berühren sich nicht mehr.
Mach mal auf den Hänger. Ah, doch, er hat's schon rein. Oh, Alter, der hat das alles schon reingetan. Warte, warte, mach erst den Gurt auf. Ich weiß nicht, das gab schon mal früher, gab das mal Probleme. Seitdem mache ich immer den Gurt vorher auf. Ich fürchte, ich muss mich von dem Hahn nochmal trennen, oder? Was ist denn los, Mädels? Ist nicht eure Sorte, oder was? Vielleicht haben die auch Eierstau oder so. Das ist ja crazy abgefahren. Das hatte ich noch nie. So, die Hühner sind versorgt. Die Gewächshäuser sind auch versorgt. Wir müssen mal gucken, was genau die Hühner jetzt für Probleme haben. Er kann gleich schon mal anfangen, Gras zu mähen. Ich habe mir auch schon eine Wickelballenpresse besorgt, weil ich einfach Bock drauf habe. Ne? Ansonsten, also ich wollte eigentlich hier mit Oldi spielen, aber ich fange jetzt erstmal mit den normalen Maschinen an, erstmal alles ans Rennen bringen. Und ich muss gucken, also ich hätte schon Bock auf Glas. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe schon extrem Lust auf Glas. Ne? Es ist so. Dann habe ich hier vorne den Acker gekauft. Da sind natürlich Rübchen drauf. Das heißt natürlich, da sind Rübchen drauf. Der war aber jetzt schön nah am Hof. Und Rübchen kann ich aber jetzt gerade nicht gebrauchen in meinem Kalender. Muss ich halt Weizen anbauen. Ne? Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt schon Weizen? Weizen kann ich jetzt... Ne, nächsten Monat kann ich Weizen anbauen dann. Fürs nächste Jahr. Das ist okay. Ne, halt Hühnerfutter erstmal. Hühnerfutter und Stroh. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch Muku schon mal ans Land kriegen. Ne? Naja, wir machen uns das hier schon schön. Ne? Und dann, wie gesagt, die Fehlfarbe hier mit der gelben... Oh, wühl, mein Mäuschen. Die Fehlfarbe mit der gelben Felge, die würde ich dann tauschen. Also wahrscheinlich gegen ein Glas. Müssen mal gucken. Ich bin noch am Hin und Her überlegen. Wir haben erstmal Zeit. Ich muss ja erstmal alles, das erstmal ans Kacken kriegen hier. Ne, der Hof muss erstmal laufen. Ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht behalte ich auch den Johnny erstmal hier. Ja, wie gesagt, weil, ja, jetzt habe ich eine halt. Ne? Meistens, ja gut, man muss auch aufpassen. Ich habe auch schon mal zu lange gewartet mit dem Verkaufen. Dann sind die Böcke irgendwann nichts mehr wert. Ne? Meistens ist es, glaube ich, besser, wenn man ziemlich fix verkauft. Da müssen wir mal gucken. Ich habe gesehen, ich habe auch schon eine Produktion, was Bäume angeht. Ich muss mal gucken. Ich habe jetzt ja hier auch ein bisschen Acker dabei bekommen. Ob ich hier nicht ein paar Bäume anpflanze. Also ich habe ja... Ich zeige das kurz. Ich habe ja hier mehr Ackerfläche quasi, als ich beackere. Was ist? Was war denn da im Kaffee heute Morgen, Diego? Hier zum Beispiel, ne? Da ist ja so eine Fläche. Da könnte man ja quasi Bäume sehen. Ich glaube, die Bäume sind aber noch ein bisschen buggy, ne? Und dieser verdammte Zaun hier, der hat auch noch eine Collie, ey. Nee, aber das hier, das ist doch mein Land. Hier kann ich doch Bäume pflanzen, oder nicht? Was meint ihr? Lass mal gucken, wie weit das geht. Ist hier noch meins? Ich glaube, hier ist noch meins, ne? Wo bin ich denn? Bei dem Baum? Jo, volle Kanne ist noch meins. Das geht ja bis zu dem Scheitel von der Kurve hier. So weit geht das noch. Ich kann richtig Bäume pflanzen hier. Weil ich mache das immer am liebsten, dass ich mir meinen Nutzwald quasi selber anlege. Das mache ich wesentlich lieber, als so bestehende Waldflächen zu zerstören. Weil man kriegt das ja so nicht wieder aufgeforstet. Ne? Das ist ja... Ja gut, es kommt auch drauf an, was für Bäume da wachsen. Weil die Bäume, die man ernten kann, sehen ja auch anders aus. Ne? Sagen wir mal so, wie es ist. Nehmen wir denn das hier als Foto? Wir nehmen das hier als Foto, ne? Das wird ein bisschen Verwunderung auslösen. Bei allen, die schon etwas länger bei meinem Papi auf dem Kanal sind. Ey, mit dem Zaun weiß ich noch nicht, ob ich damit glücklich werde hier, ne? Ich weiß doch sowieso nicht, warum hier jetzt ausgerechnet ein Zaun sein muss. Ich glaube, das kann sein, dass der nochmal verschwindet. Müssen wir mal gucken, wenn das nachher mit dem Helfer funktioniert. Ich mache am Anfang immer viel selber und dann irgendwann, wenn so die Routine reinkommt... hallo Foto. Glückwunsch, Foto des Monats.
wenn nachher so die Routine reinkommt, dann lasse ich den Helfer auch mehr machen. Dann darf der auch mal was tun. Dann fahren wir hier auf 90 Grad. Sehr schön. Ja, ihr seht, Unkraut und Zeug habe ich schon ausgemacht. Steine, alles ausgeschaltet schon mal. Ah, hier muss ich, glaube ich, nachher nochmal dran. Ja, ist egal. Hauptsache, ich habe jetzt schon mal eine gerade Linie. Ey, und hier mit GPS und so, ne? Ich habe es mir angeguckt, alles, ne? Ne? YouTube? Ich bin noch nicht so weit. Ich hab's noch nicht. Ich fühle das noch nicht, würden die Altgriechen jetzt sagen. So. Ich habe das Gefühl, der Grubber, der möchte auch richtig, der möchte... Boah, geil, ne? Hast du gesehen? Wie der in die Knie geht und so. Und der will auch... Der hat auch Hunger, der Grubber, ne? Der hat richtig Hunger hier, den Berg hoch. Ist ein schöner auch eigentlich, ne? Muss mal gucken, ob wir da was... Und hier der Dings, der hat auch einen schönen, gerningen Sound, so. Das passt eigentlich sehr gut. Vielleicht behalte ich den. Ich werde auch zum Johnny-Fahrer, ey. Wer hätte das gedacht? Lass mal schauen. Ich lasse mal ein bisschen weiter rausstehen, damit ich auf jeden Fall eine gerade Bahn hinkriege. Was ist das denn? Ich sage, ich will eine gerade Bahn haben und dann mache ich sowas hier. Oh, wenn ich runter, wird der richtig frech, der Kleine. Ah, YouTube. Ich mache das hier nochmal eben alleine zu Ende. Werde dann nächsten Monat wahrscheinlich Weizen sehen, ne? Für Hühner, ne? Und was weiß ich? Ich glaube, vielleicht sehen wir uns dann wieder beim Grasmähen, wenn ich die ersten Wickelballen mache. So auf Profit und so werden die ersten wahrscheinlich gehen. Ja, und dann schauen wir mal. Dann Bäume pflanzen. Da werde ich mir ein Gerät für leihen. Zum Bäume pflanzen. Und dann, ja, dann sehen wir uns wieder. So, Tiergruß draußen. Habt euch lieb.